Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Heute mit einer kleinen Runde Fortnite. Und ja, es kommt immer darauf an, wie viel Bock ich drauf habe und alles. Aber im Normalfall läuft es dann so, dass ich das auch schneide. Das heißt, ich schneide auch Sachen rein und raus. Ich habe damals geguckt, alle anderen Namen waren vergeben. Ich bin im PvP-Spielen extrem schlecht. Ihr wisst, ich mag auch keine Shooter. Aber es wurde sich Fortnite sehr, sehr oft gewünscht von euch. Und hier Grüße an Montana Black. So, was zur Hölle? Oh Mann. Ich habe auch, glaube ich, bloß Level 2 oder 3 gehabt. Level 5 steht hier. Nee, Level 1. Was jetzt? Hä? Bin verpeilt. Ich kenne mich mit dem Spiel 0 aus, tatsächlich. Also ich habe keinerlei Plan davon. Ich kenne nur das, was ich halt schon gesehen habe. So, los geht's. Und man kann jetzt da einfach rausjumpen, glaube ich. Ich habe ehrlich gesagt nicht die geringste Ahnung, wo ich hingehe. Oder ist irgendjemand im Chatter? Wie gesagt, ich kenne nur ganz, ganz wenig. Geht das gar nicht? Muss ich jetzt erstmal abhauen. Bevor der versucht, mich zu killen. Augen des Sturms. Ach, das sind jetzt 4 Leute dabei. WTF. Ach, und den ich angegriffen habe, der gehört zu uns. WTF. Na toll. Aha. Alter, sag mal, kann mich nicht konzentrieren, wenn ich da die ganze Zeit einen Typen hab, der mir da ins Ohr kaut. Mal kurz gucken, was das überhaupt für Waffen sind. Das hier scheint eine Schrotflinte zu sein. Das hier scheint auf jeden Fall eine MG-Waffe zu sein. Oh je, die Zone kommt näher. So sieht die Zone aus und wenn sie mich erwischt, bin ich tot. Autsch, ich krieg Schaden. Versagt. Ja. Ja, das war jetzt klar. Habe ich jetzt zu spät. Ich habe jetzt falsch reagiert. Ich hätte jetzt anders reagieren müssen. Naja, gut, ist egal. Ich habe auch absolut noch keinen Plan. Ich habe jetzt mal eine Solo-Runde angemacht. Also wir sind dieses Mal definitiv alleine. Aha. Habe ich jetzt zweimal die gleiche Waffe? Ich glaube, man kann auch nur eine bestimmte Anzahl von Waffen mitnehmen. War das jetzt ein Upgrade für unsere derzeitige Waffe? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Waffen haben auch verschiedene Stärkegrade. Die haben verschiedene Kräfte und ich glaube, die lilane Waffe ist somit die stärkste Sniper, die man haben kann. Bisschen Blue Life habe ich auch. Ach was, das füllt mein Blue Life auf. Es sind noch 19 am Leben. Es ist jetzt zwar geil, dass wir so lange überleben, aber es ist irgendwie ungeil, wenn wir niemanden haben, den wir abknallen können. Auf die Art und Weise zu überleben, finde ich irgendwie schäbig. Was ist jetzt los? Hatte ich eine Art Schutzschild? Und gerade jetzt nervt mich so eine blöde Fliege hier. Ich bin normalerweise ganz gut in Entfernungen abschätzen. Ich bin schon mittlerweile ein bisschen arg nervös, wenn ich niemanden sehe. Vor allem, weil ich dann immer Panik habe, dass es dann immer noch die Besten sind, die noch übrig sind. Und ich dadurch entsprechend dann natürlich auch keine große Chance mehr habe. Du versagst. Das war jetzt dein Ernst. Ich bin jetzt 10 Minuten hier rumgewackelt, um von einem Idioten auf Entfernung gekillt zu werden. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. So Leute, da sind wir wieder in der Vorbereitung, warten auf weitere Spieler. Schauen wir mal, was hier rauskommt. Da schießen schon die ersten. Natürlich, klar. Was hat der bitte für eine Waffe? Du versagst. Hä? Als ob der mich jetzt da rausgeballert hat. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich werde gleich vorher prophezeien, dass ich vermutlich keine weiteren Folgen aufnehme von dem Spiel. Weil das absolut nicht mein Fall ist. Mir landet mal da auf dem großen Gebäude, wenn ich das hinbekomme. Ja, leck mich doch. Ich land mal hier auf dem... Ey, komm schon. Hä? Willst du mich verarschen? Panik. Ja, also das Spiel ist schon nicht schlecht. Zugucken kann ich da gerne. Habe ich kein Problem damit. Aber selber spielen ist da für mich nichts, glaube ich.
weil das absolut so nicht mein Stil ist. Jetzt sind wir heute zumindest mal in der Zone, dann brauchen wir uns zumindest mal keine Gedanken darüber zu machen. Ja, es war klar. Das Problem ist auch für das Spiel, es gibt kein Anfängerlevel. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Ciao, Leute. Ich würde hier andere YouTuber, die das sich vielleicht anschauen, auch dazu auffordern. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Und ihr dürft euch gerne bei mir melden, kann man gerne mal ein paar Runden zusammenspielen, wenn ihr meint, meine Meinung ändern zu können. Danke fürs Zuschauen, haut rein, bis dahin, euer Drache und ciao. Und ja, das ist die Aussage eines Noobs, der die ganze Zeit verloren hat. Tschüss.